Willkommen zurück zu Let's Play Together Mists of Pandaria. Hey Benjamin. Hallo Sascha. Ja, wir sind immer noch mitten hier, ich will nicht sagen im Dorf der Perlflotzen, sondern gegenüber. Ja, ziemlich gegenüber. Da sind dann wieder diese ganzen Langfinger on Tour, die ihren Spaß haben und die einige Sachen mitgenommen haben, beziehungsweise geklaut haben, die wir jetzt wieder einsammeln müssen. Genau, dazu zählt zum Beispiel die zeremonielle Robe. Du hast hier gerade die Jadekrone eingesammelt, die wir auch sammeln sollen. Und dann fehlen uns noch die Rosenholzperlen. Genau, also klingt nach viel Spaß und Yogamatten und was weiß ich nicht alles. Also da wird scheinbar ordentlich gefeiert. Was wir auch noch sammeln müssen, sind die Familienandenken, die Perlflossen-Erbstücke. Genau, ja, die Hosen, unglaublich cool. Also, die sind so, glaube ich, von allen WoW-Gegnern, so in den letzten Jahren, mitunter fast mein Lieblingsgegner. Ja, sie teilen sich bei mir irgendwie den ersten Platz oder zumindest einen der vorderen Plätze mit denen aus Wrath of the Lich King. Die ersten, diese nördlich angehauchten, ich weiß gar nicht mehr, wie sie Ach ja, heißen. genau, die Seemänner. Genau, die Seemänner. Jo, ho, ho, ho. Und eine Buddel voll rum. So sieht's aus. Die waren auch cool. Ja, das stimmt. Da haben wir alle, glaube ich, gehofft, dass die mal spielbare Charaktere werden. Ja, leider ist es nicht so weit gekommen. Dafür haben wir jetzt die Pandas. Ja, genau. Zeremonielle Rohmasse gesammelt, dann fehlen nur noch die Rosenholzperlen. Richtig. Und 7 Erbstücke. Also da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen dran zu knabbern haben. Ja, so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Die berühmten Sammelquests von WoW, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist, wirklich ein Pain in the ass. Ja, deswegen laufe ich jetzt auch mal zur anderen Seite und suche mir da ein paar Gegner, damit wir es vielleicht ein bisschen schneller hinkriegen. Ja, aufteilen ist hier besonders gut, vor allem wenn man bedenkt, dass hier immer irgendeiner noch dazukommen kann, der einem die ganzen Mobs vor der Nase wegschnappen könnte. Ist natürlich dann von Vorteil, wenn es dann zumindest alles uns gehört. So, die Rosenholzperlen haben wir damit auch gekriegt. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch diese ganzen Erbstücke. Genau, da fehlen uns noch einige von und wie wir gerade sehen, hast du ein Achievement bekommen. Ja, den Erfolgsfortschritt Wasserschmieden, was auch immer er bedeutet. Ja, kann man sich vielleicht später mal in Ruhe anschauen, in einem der kommenden Videos oder wenn wir mal ein bisschen Zeit finden. Ja, und jetzt geht's hier wirklich ans Perlen sammeln und ja, ich weiß nicht, also Sammelquests, irgendwie fühlen sich Sammelquests so komplett überarbeitet an. Ja, irgendwie hat sich nie was geändert an den ganzen Sammelquests. Sind, glaube ich, auch immer dieselben Zahlen. 8, 10, 12, so um Ja. den Dreh. Nie irgendwie mal was ausgefallen ist. Vielleicht sollten wir mit den Zahlen mal Lotto spielen. Wenn Hat du ja dann schon bei Lost gewinnst. funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Du weißt ja, wo er gelandet ist. Ja, genau. Und was aus ihm geworden ist. Tja. Spoilers. Ja, dann geht's ja auf die nächsten. Und was ich cool finde hier an der Umgebung ist ja, dass das hier eigentlich das ehemalige Dorf der Perlflossen war. Also, wir waren ja die ganze Zeit immer bei den Perlflossen, kriegen ja von den Aufgaben und die haben damals hier gewohnt, bevor die Hosen sich hier breit gemacht haben. Die toten Hosen sozusagen, naja. Ja, die haben sich, ich glaube, mit irgendwas, ich bin mir nicht mehr sicher, was ihnen zuletzt gesagt wurde. Die haben sich auf jeden Fall dieses Land so ein bisschen erklaut, denn ganz mit positiven Dingen haben die das sich nicht abnehmen lassen. Das heißt, sie haben hier schön wie heißen sie? Die Perlflossen haben sie bearbeitet. Und ja, die haben sich leider auf diesen Deal eingelassen. Ziemlich doof. Idiots! Yes! Ja, und wir schnetzeln uns hier weiter durchs Dorf und ich habe gerade zwei Perlflossen-Erbstücke bekommen. Wäre es für dich auch mal Zeit, auch direkt zwei zu kriegen? Was leider nicht der Fall. Doch, wohl der Fall ist, sehen wir gerade im Chat. Na klar, und da rechts liegt ja auch noch einer. Ne, drei liegen da insgesamt noch, die man noch einsammeln könnte. Ja, Zeit genug Chaos für uns hier anzurichten. Jawohl. Das machen wir auch besonders gut. Ja. Das machen wir auch am liebsten. Wir können nicht viel, aber wenn es darum geht, Damage rauszuhauen, dann sind wir einigermaßen passabel. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird irgendwas Gutes gesagt, da wäre ich mir nicht so sicher. Da halte ich mich mit zurück. Als Leute, die jahrelang kein WoW mehr gespielt haben, muss ich einfach sagen, wir sind da besonders gut drin. Ja, wir sind richtig krass. Wir sehen ja jetzt deinen Schaden nicht, aber wahrscheinlich haust du Hunderttausende am Stück raus. Ja, natürlich. Deswegen sehen wir auch dein Video, weil das wäre sonst so imbar. Da würden die Leute direkt bei Blizzard anrufen und sagen: Hör mal,
Hör mal! Hör mal, der Druide, ne? Der Druide, der muss mal schön ge... Ja. Der muss mal genervt werden, ja. Der muss mal genervt werden. Nervt den einfach mal ein bisschen. So, dann haben wir, glaube ich, alles. Und dann kehren wir mal zurück, während ich hier auf allen Vieren ins Dorf laufe. Während du auf dir selber reitest, sozusagen. Genau, genau, genau. Ja, die Umgebung ist echt schick. Also wir haben es ja vorher schon mal in einem anderen Video gesagt, was die aus der Engine rausgeholt haben, ist wirklich sehr nett. Ja, besonders wenn man bedenkt, dass WoW ja mittlerweile echt so ein paar Jahre alt ist. Ich meine, wenn ich mich daran erinnere, weiß nicht, so 2005 oder sowas, das ist mit Sicherheit nicht das schönste Spiel, gerade wenn man es jetzt mit Guild Wars 2 vergleicht, zum Beispiel als MMO, aber es sieht einfach trotzdem, ja, durch diese Lichteffekte ist alles immer noch nett aus. Ja gut, aber im Grunde kannst du dazu halt dann auch sagen, das Spiel ist wirklich fast für jedermann. Also dieses Spiel sollte wirklich auf fast jedem Rechner laufen können. Mhm. Guild Wars ist da eher eine andere Sache. Gut, wir geben hier mal ab, Familienandenken. Ich danke euch, Yabuki. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel es uns bedeutet, sagt er. 122.000 EP. Nehmt mal gerne mal so zwischendrin mit. Genau, und hier Instrumente der Ältesten geben wir auch ab. Haben jetzt ein paar schöne Items dafür bekommen, du vermutlich auch? Bisher noch nicht. Ich muss ja erst die Quest beenden. Ah, okay. Also man hat gar nichts bekommen, sozusagen. Ja, sehr schön. Wir kriegen auch direkt eine neue Quest, die heißt Geister des Wassers. Und da sprecht mit dem Ältesten Lusan und werde Zeuge der Wassersprecherzeremonie. Also hier wieder, klingt so ein bisschen nach einem Teil Geschichte. Klingt nach einem Teil Geschichte, ja. Dann werden wir doch mal gerade zu dem Kollegen Lushan hingehen und mal schauen, was er zu sagen hat. Da, wir haben ihm die Gegenstände mitgebracht hier. Pass auf, Kollege. Vielen Dank. Lasst uns anfangen. Uralte Wassergeister. Hört mein Echo durch die stillen Tiefen. Erwacht aus den großen Wassern des Jenseits. Steht euren Kindern in dieser Zeit der Not bei. Bruder, ich sehe eine große Dunkelheit vor euch aufragen. Wo ich auch hinschaue, die Flüsse sind ausgetrocknet. Aber es gibt noch einen Weg, einen Fluss, der euch durch diese schweren Zeiten tragen mag. Mächtige Fremde kommen von fernen Ufern. Nutzt ihre Stärke, fügt sie der unseren hinzu. Eine große Dunkelheit. Will er vielleicht sagen, dass wir diesen Fremden, dieser Allianz, doch trauen müssen? Ja, scheinbar haben sie erkannt, dass sie uns doch trauen können. Scheinbar. Was ich auch sehr cool fand, dass man uns, also ich habe mich in meinem Video gesehen und du wahrscheinlich auf deiner Seite, dass du den Kollegen von den Hosen kaputt gemacht hast. Genau. Das finde ich sehr nett gemacht. So, jetzt habe ich schon wieder einen Erfolgsfortschritt gemacht. Wassersprechzeremonie abgeschlossen. Ja, das. Wie man sieht, die Rufsteigerung ist auch extrem schnell. Also hier, ich weiß auch nicht, wo das jetzt zu finden ist, irgendwie mit diesen Fortschritten, denn ja, es wurde zumindest jetzt nicht als letztes angezeigt. Hm. Ja, es ist wahrscheinlich bei den, ja, gute Frage, immer gut versteckt, aber das Tolle ist ja, es ist als ein Kapitel unterteilt und das ist natürlich ganz nett gemacht, so der ganze Storyverlauf in Pandaria. So, und jetzt der SE7-Bericht, verloren im Wald, wir sollen uns jetzt Rels Bericht anhören. Ja, klingt erstmal einfach. 122.000 EP dafür. Warum nicht? Die nimmt man doch gerne. Ihr
Wir waren einige Stunden lang durch den Wald nach Norden gereist. Wir hielten an, als wir einen umgestürzten Baum fanden. Was glaubt ihr, ist mit diesem Baum passiert, Sully? Irgendwas hat ihn getroffen, Sir. Ist nicht gefällt worden. Ist nicht von seinem... Was ist das da drüben? Eine Art Vogel? Nee, das ist ein Flugzeug. Moment, ein Flugzeug? Es ist das Flugzeug von Amber und Nim. Vielleicht haben sie doch überlebt. Wer sind Amber und Nim? Sollen wir ihnen folgen? Ja, dann folgen wir doch mal der Gurke. Ja, übrigens grandiose Superman-Referenz gerade da. Ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Ja, stimmt, das ist mir jetzt erst aufgefallen. So, wir geraten hier in den Hinterhalt der Hosen. Hey Lou, sorg dafür, dass Amber am Leben bleibt. Sully, verhinder, dass uns das Flugzeug um die Ohren fliegt. Ich werde sie aufhalten, solange ich kann. So, das heißt, das übliche Spiel, der Kollege Sully kümmert sich darum, dass das Flugzeug wieder zum Starten, dass es wieder zum Starten kommt, und wir müssen ihm dafür den Rücken frei halten und dementsprechend alles niedermetzeln, was uns begegnet. Genau, so sieht's aus. Und das ist natürlich immer so ein Element, so ein Gameplay-Element, was WoW natürlich ganz gerne nutzt, dass wir quasi in die Rolle als anderen Charakter schlüpfen und dadurch die Story erleben. Ich sag mal, wenn es nicht zu häufig genutzt wird, finde ich es eigentlich auch relativ okay. Muss ich auch sagen, also so kriegt man die Story auf jeden Fall besser mit, als wenn man irgendwie nur die Quests nachspielen würde. So siehst du jetzt zum Beispiel, wie Rell und Kollegen überfallen werden und wie sie sich da durchschnetzeln müssen, damit sie überhaupt am Leben bleiben. Genau. Und also wenn es nicht zu häufig hintereinander vorkommt, ist es vollkommen okay, aber ansonsten hat man irgendwie ein bisschen was falsch gemacht. Ja, es bringt einen natürlich auch immer so ein bisschen raus, wenn du hier jetzt, also wie wir beide, du kämpfst gerade mit Rell, ich kämpfe gerade mit Rell. Man möchte ja irgendwie die Story seines Charakters erleben und man möchte zwar hören, was andere Charaktere erleben, und es bringt ja natürlich was zum Spielgefühl dazu, aber man möchte auch nicht zu viel davon erleben und sehen und lieber mit dem eigenen Charakter was erleben. So ist es. Deswegen hat man den ja auch erstellt und nicht Kollege Rell. Genau. Wer will schon Nachtelfen spielen? Negative Bewertung von allen Nachtelfen. Das hast du ja super hingekriegt. Ja, und ich schnetzel mich hier durch die Kerle durch, wie durch Butter. Bei mir ist nur noch General Rickrick über, der jetzt auch gerade das Zeitliche gesegnet hat. Zurück ins Hauptlager bringen. Das ist nicht nötig. Ich werde mitkommen. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Du bist fast tot. Sieh dich doch an. Nein, Sully. Meine Wunden werden heilen. Wir müssen den weißen Bauern finden. Moment. Was ist der weiße Bauer? Ich dachte, wir greifen die Hosen an. So, da haben wir es auch schon geschafft. Ja, die Geschichte hätten wir hinter uns gebracht. Wer ist der weiße Bauer? Ja, das ist natürlich Anduin Vrynn, haben wir ja damals dem ersten Video erfahren, also der Sohn des Prinzen, den wir hier die ganze Zeit suchen. Und ja, scheinbar ist auch die Aufgabe von Ren und Sully der Gurke, den Guten zu finden. Richtig, nur Klein Lou hat keine Ahnung, worum es eigentlich wirklich geht. Hä? Wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Warum werfen die Affen mit Fäkalien? Ja, das ist eine ganz andere Sache. So, ja, wollen wir, also ich bin gerade dabei, mal die Quest abzugeben, dass wir die eben schnell fertig machen, und wir sehen um uns rum, hier ist einiges los gerade am Platz. Ja, hier ist richtig die Party. Das heißt, wir haben ja nach einer, wie lange ist jetzt schon der Release? 2 Wochen, 3 Wochen auf jeden Fall. Und es ist immer noch was los, wie man sieht. Gut, dann würde ich sagen, das Abgeben sparst du dir fürs nächste Video auf. Wir machen hier einen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter. Adios.